Hallo zusammen, willkommen zu meinem zweiten Europameisterschafts-Videoblog. Heute haben wir die erste Wertungsprüfung gehabt, das Jagdspringen-Wertung C. Ich bin auf dem dritten Rang gelandet und Martina Meroni, meine Teampartnerin, ist zweite geworden mit dem Socrates. Martina, was hattest du für ein Gefühl mit Socrates heute? Ma il sentimento era davvero super. Socrates quest'anno non ha potuto fare tanto e credo che sia proprio questo il suo punto di forza, che mentre altri cavalli sono già un po' stanchi e un po' affaticati dalla stagione, il mio cavallo è bello fresco. Ja, ihr habt es gemerkt, Martina hat auf italienische Antwort gegeben, sie ist ein bisschen scheuch. Sie hat gemeint, ihr Ross sei sehr gut gesprungen, er hat nicht so viel können machen dieses Jahr. Aber sie meint, das könnte ein Vorteil werden, weil die anderen Ross schon relativ viel gesprungen sind dieses Jahr und eher ein bisschen müde sind und ihr Top frisch ist. Ja. Zu mir selber, der Prinzipal ist auch sehr gut gesprungen. Ich habe nicht alles riskiert, habe enge Wendungen geritten und das ist aufgegangen. Jetzt morgen haben wir den ersten Umgang vom Nationenpreis. Martina und ich sind im Team. Dazu kommen noch Tore Lewetstein und Danina Züger. Martina, was ist unser Ziel für die nächsten zwei Tage? Vincere. Gewinner. Also, ich bin auch schon mit einer Medaille zufrieden, aber Gold wäre natürlich super. So, es ist Zeit zum Nachtessen, 8:45. Nachher müssen wir ins Bett. Morgen um 12 Uhr sind wir wieder dabei. Drückt uns Daumen und bis bald. Tschüss zusammen.